Hi, ich bin Art von Arts Garten. Heute gibt es einen kleinen Gartenrundgang und ein paar Arbeiten. Ich sitze hier neben dem Knoblauch, der muss jetzt raus. Ich habe schon die nächsten Pflanzen hier und das machen wir mal eben. So sieht die ganze Reihe hier aus. Der ist schön gewachsen. Ich ziehe mal einen raus. Boah, Alter. Ja, Knollen sind da. Wie immer. Keine riesigen, aber doch, die sind schon, ist schon schön. Die ziehe ich jetzt erstmal alle raus. So, ist ein ganz schöner Haufen geworden. Ich habe hier so weißen, der hat richtig schöne große Knollen gebildet oder Zehen oder wie auch immer man das nennt, auch mit richtig schönen einzelnen dicken. Da macht das Spaß, die zu verarbeiten. Aber hier der etwas lilane, der ist relativ klein geblieben. Da muss man halt immer sehr viel schälen, um ein bisschen was zusammenzubekommen. Naja, dann werde ich den nicht so viel verbrauchen, sondern für nächstes Jahr behalten und wieder anpflanzen. Der ist echt gut. Ich glaube, den hatte ich von Effekan bekommen. Und witzig ist auch, hier ist Knoblauch und mitten im Stiel kommen einfach kleine Knoblauchzehen raus. Zeige ich noch mal ganz kurz von Namen. Hier sieht man das, da ist die Knoblauchzehe und da kommt einfach Knoblauch raus. Ich kenne das eigentlich, wenn die dann an den Blüten diese kleinen Knöllchen bilden, die man auch einpflanzen kann. Ja, und hier, wie gesagt, der größere, der hat richtig schön große Zehen drinne. Ja, und der rote ist halt nicht so schön. Oder, was heißt nicht so schön? Schön ist er, aber nicht so groß. Und jetzt? Jetzt bereite ich die Fläche hier wieder vor und dann kommt nochmal Grünkohl, Wirsing aufs Beet, alles selbst noch letztens angezogen. Jetzt gehe ich einmal ein bisschen hier mit der Hacke durch, damit das grobe Unkraut ein bisschen kaputt geht und die Erde wieder schön aufgelockert ist, damit ich gut einpflanzen kann. Jetzt ziehe ich einfach hier einmal durch. Und jetzt werden ganz einfach die Pflanzen in die Löcher gesetzt, etwas Dünger dran, zugemacht und dann angegossen. Und ich mache in die Reihe, die näher am Mangold ist, den Wirsing und den Spitzkohl rein, den ich noch vorgezogen habe, weil der wird schneller weg sein als der Grünkohl, der hier in die rechte Reihe kommt. Weil der halt bis zum Winter stehen bleibt und wenn der Kohl dann hier früher weg ist und die beiden Wintergemüse halt noch mehr Platz haben, dann ja, haben sie halt noch am Ende des Jahres mehr Platz. Wenn ich den Grünkohl hier hinpflanzen würde, direkt neben dem Mangold, würden die sich beide so ein bisschen bekämpfen, auch noch im Winter. Und wenn ich den dann hier in der Mitte wegernte, ist hier halt wieder ein bisschen mehr Platz für die. Und ja, jetzt setze ich die Pflanzen einfach rein und dann zeige ich es gleich wieder. Es ist die höchste Zeit, dass die jetzt in die Erde kommen. Der Wurzelballen ist schon sehr prall. Die Blätter werden langsam gelb. Ja, und in der Erde kriegen sie jetzt neue Nährstoffe. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt noch eben einen Schluck angießen. Und nochmal eben grob abdecken. Das hier ist ein Billignetz, kann man lieber in teureres investieren. Aber das habe ich bei den Gänsen als Schutz aufgebaut, damit keine Greifvögel oben die Küken wegholen. Ja, deswegen so, aber lieber ein besseres Netz nehmen. Weil die Vögel mögen Kohl, habe ich festgestellt oder muss ich immer wieder feststellen. Der Boden ist super gut, richtig schön humusreich. So sieht das Ganze aus. Hier stehen die Pflänzchen. Ja. Eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Und zwar habe ich hier meine erste eigene selbstgeschriebene Gartenzeitschrift. Alles in Eigenregie entstanden. Pro Zeitschrift wird 50 Cent gespendet. An die Wildtierhilfe viel. Wenn ihr die
dieses Exemplar lesen wollt, mit ganz vielen tollen und spannenden Artikeln von anderen Garten-YouTubern auch, könnt ihr dies gerne machen, indem ihr unten in der Videobeschreibung auf den Link klickt, die bestellt für 5,90 €. Und ja, jetzt soll es schon direkt weitergehen mit dem Video. Den Knoblauch hänge ich jetzt im Schatten auf. Natürlich wassergeschützt, also dass kein Regen dran kommt. Lass den trocknen und dann kommt er bald ins Haus zum Essen. Hier steht der Spargelsalat, den kann ich glaube ich bald ernten. Der hat schon richtig dicke Stängel. Das ist auch immer eine coole Sache. Ja, hier Kohlrabi, der ist irgendwie, weiß ich auch nicht, ein bisschen klein geworden oder geblieben. War selbst vorgezogen dieses Jahr mal. Sonst kaufe ich den immer als erste Kultur so im Baumarkt. Aber naja. Nehme ich mal direkt mit rein. Johannisbeeren sind auch zahlreich reif, genauso wie Stachelbeeren, die muss ich gleich auch mal abernten. Zwischen den Kartoffeln und Neuseeländer Spinat, der sich selbst ausgepflanzt hat von letztem Jahr, stehen hier Möhren, eine ganze Reihe bis da hinten. Da vorne ist die Artischocke, da gehe ich mal kurz hin. Die ist auch sehr, sehr schön, jetzt im zweiten Jahr. Die hat einen riesen Kopf gebildet. Ich ernte die nicht, sondern lasse sie stehen für die Blüte. Ist ja immer besonders schön. Was mich auch freut, ist, dass trotz der kalten Witterung die Chili schon so große Früchte hat. Zwar nicht viel, kommt auch noch nach, aber ja, immerhin. Und hier genauso die Andenbeere, Physalis und, wie heißt das nochmal? Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Mehrere Pflanzen habe ich von einer netten Zuschauerin bekommen. Die machen sich gut. Hier habe ich die selbst vorgezogenen Erdbeeren aus Samen. Was ist das? Aus Samen reingepflanzt. Wir bekommen jetzt auch erste Blüten in der Hoffnung, dass sie mal hier drinnen nicht abgefressen werden von den Mäusen. Ja, mal abwarten, weil sonst hat das nie geklappt im Beet, weil da einfach zu viele Mäuse waren, die zu gierig auf die Erdbeeren sind. Und jetzt gehen wir mal kurz ins Gewächshaus. Das sieht auch schon sehr gut aus. Die Tomaten tragen alle die ersten Früchte. Hier mein Granatapfel entwickelt sich auch prima im Gewächshaus. Für den das perfekte Klima. Ach so, dann hatte ich hier in die Mitte, wie der Selbstversorger Rigotti, Basilikum gepflanzt. Drei Pöttchen, die ich selbst vorgezogen habe. Und die sind jetzt schon mittlerweile riesig geworden. Viel größer, als wenn man die einfach in den Töpfchen lässt. Das ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Hier sieht man das, wie schön groß die Pflanzen geworden sind. Da noch eine und noch eine. Im Gegensatz zu den, die im Töpfchen sind, viel, viel kleiner. Und hier habe ich nochmal ausgesät. Eine andere Sorte mit so Krausenblättern. Bin ich mal gespannt. Hier stehe ich auch direkt neben meinem Okra. Da kommen auch die ersten Früchtchen dran. Da bin ich mal gespannt, ob ich da am Ende was ernten kann. Ja, hier die Paprikas und Chilis machen sich sowieso gut. Gurken da hinten, da konnte ich leider noch nichts ernten. Dauert noch ein bisschen. Hier eine selbstgezogene Hortensie. Entwickelt sich auch prächtig hier im Topf. Kriegt auch immer sehr viel Wasser, wenn es regnet. Direkt von der Dachrinne da rein. Das ist wichtig. Hier die eben angesprochene Stachelbeere, wie jedes Jahr. Der eine Strauch bringt so viele Früchte. Hier auf der anderen Seite geht es weiter. Da hängen wieder Proppe voll. Die muss ich jetzt gleich mal abmachen. Und ja, hier im Chaosbeet, wie jedes Jahr, Tomaten, Paprika, Porree, eine Gurke, die sich hier ausbreitet, rote und gelbe Beete, da vier Zucchinis, Neuseeländer Spinat, ja, noch eine Zucchini, Fenchel und Salat, aber der ist jetzt schon geschossen, der Fenchel, da muss man immer aufpassen. Hier noch ein paar Bohnen und da am Rand meine Kräutertöpfchen mit Schnittlauch und alles. Ja, das wuchert immer hier alles zu, aber kennt ihr ja mittlerweile, ich auch, und stört mich nicht. Weil viele immer sagen, Tomaten im Freiland funktionieren nicht, funktionieren sehr gut. Die Pflanze ist kräftiger als im Gewächshaus. Das soll es jetzt hier schon von dem kleinen Rundgang gewesen sein. Wirklich nur ganz schnell, weil ich nicht so viel Zeit habe. Die Klausurenphase steht an. Ich bin nur noch am Lernen. Ich hoffe, das Video kriege ich jetzt
relativ schnell hochgeladen und es hat euch trotzdem gefallen, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst mir gerne ein Abo, ein Like oder einen Kommentar da. Checkt auch auf jeden Fall unten die Videobeschreibung aus mit meiner Zeitschrift. Ich würde mich freuen und bis dahin. Ciao, ciao.